Nach 5 Jahren ist die Kinderlähmung, die einen grausamen Tod bringen kann, nach Europa zurückgekehrt. Mehr zu der Krankheit und was dagegen unternommen werden kann, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Wenn von Lähmungen gesprochen wird, denken viele Menschen an die Folgen von Unfällen oder an Ursachen, die mit Erbinformationen oder Komplikationen bei der Geburt aufgetreten sind. Selten wird an Infektionen gedacht. Gegen viele Infektionen kann man sich ja schließlich impfen lassen. Das gilt eigentlich auch für die Kinderlähmung. So einfach, wie das klingt, ist es aber nicht. Es gibt verschiedene Arten von Methoden zu impfen. Zum einen gibt es die Methode mit einem Lebendimpfstoff und zum anderen gibt es die mit einem Totimpfstoff. Hier in Deutschland wird ausschließlich mit einem Totimpfstoff gearbeitet. In der Ukraine dagegen kommt der Lebendimpfstoff zum Einsatz. Dieser brachte den Menschen wahrscheinlich die tödliche Krankheit zurück ins Land. Wie kann ein Impfstoff, der ja eigentlich dafür da ist, Menschen zu schützen, Krankheiten auslösen? Dazu muss man wissen, was die Impfstoffe im Körper bewirken. Kurz gesagt, man spritzt dem Menschen die Viren einer Krankheit, gegen die geimpft werden soll. Der Lebendimpfstoff besteht, wie der Name schon sagt, aus lebenden, aber nicht krankheitsauslösenden Viren. Der Totimpfstoff spielt dem Körper mit toten Viren eine echte Infektion vor. In beiden Fällen soll das Immunsystem des Körpers Antikörper dagegen ausbilden. Jetzt gibt es aber ein entscheidendes Problem. Bei der Methode mit den lebenden Viren kann es passieren, dass diese ähnlich wie das Immunsystem sich weiterentwickeln. Und in der Fachsprache wird das vakzine-assoziierte paralytische Poliomyelitis bezeichnet. Folge: die harmlosen Impfviren entwickeln sich zu ernsthaften Gefahren für die Geimpften und deren Kontaktpersonen. Mittendrin in einer solchen Gefahr die Ukraine. Zwei kleine ukrainische Kinder, das eine 4 Jahre, das andere 10 Monate alt, sind vor 2 Monaten an Polio, der Kinderlähmung, erkrankt. Sie haben sich vermutlich an anderen, die mit einem Lebendimpfstoff geimpft worden sind, infiziert und hatten selbst auch keinen lückenlosen Impfschutz. Polio ist eine der Infektionskrankheiten, die todbringende Lähmung hervorrufen kann. Die Polioviren stören bzw. zerstören das zentrale Nervensystem. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, dass vor ganzen 5 Jahren der letzte Poliovorfall auf europäischer Ebene gemeldet worden ist. Die Krankheit war also eigentlich ausgerottet. Wie konnte es passieren, dass es jetzt neue Fälle gibt? Ersten Vermutungen zur Folge sei sowohl die Lebendimpfmethode als auch die mangelnde Impfrate in der Ukraine Grund für die Rückkehr der todbringenden Krankheit. Wer nicht geimpft wurde, kann sich an Geimpften anstecken und wer geimpft wird, kann krank werden. Zitat: diese Krankheit hat das Potenzial für Epidemien, so der Sprecher des Polio-Bekämpfungszentrums der Weltgesundheitsorganisation, Oliver Rosenbauer. Das Problem ist nicht das Impfen und dass der ein oder andere krank wird, weil wenn alle geimpft sind, kann sich dann trotzdem die Polio nicht weiter ausbreiten. Aber wenn zusammenkommt, dass der ein oder andere daran erkrankt und es nicht geimpfte Menschen gibt, dann besteht eine große Gefahr der Ausbreitung der Epidemie. Die lange Inkubationszeit macht es den Medizinern ähnlich wie bei Ebola schwer nachzuvollziehen, wo und wann sich die Betroffenen beispielsweise durch eine Schmierinfektion angesteckt haben. Die Zeit liegt bei bis zu 35 Tagen. Wenn der Virus dann tatsächlich das zentrale Nervensystem erreicht hat, leiden die Betroffenen unter Folgendem. Beim Stadium der nicht paralytischen Poliomyelitis klagen sie über Fieber, Rückenschmerzen, einem steifen Nacken und Muskelspasmen, also Muskelkrämpfen. Sind mehrere Tage vergangen, tritt das Stadium der paralytischen Poliomyelitis ein. Dort kann es zu schlimmeren Beschwerden kommen, das Fieber steigt und Paralysen nehmen die Betroffenen in ihre Gewalt. Unter Paralysen versteht man Lähmungserscheinungen. Gegen all diese Leiden gibt es keine Medikation. Es gibt lediglich die präventive Impfung eben gegen die Kinderlähmung. Aber auch die kann, wie wir am Beispiel der Ukraine sehen konnten, nicht immer schützen. Bereits infizierte Menschen versucht man mit psychotherapeutischer, symptomatischer und orthopädischer Therapie zu helfen.
Ja, was könnt ihr zu eurem Schutz und zum Schutz anderer Menschen tun? Lasst euch impfen, lasst euch in Deutschland impfen, auch wenn eine Impfung möglicherweise keinen hundertprozentigen Schutz bietet, bietet sie uns Menschen die Möglichkeit, Krankheiten wirklich die Stirn zu bieten. Nur wenn sich alle impfen lassen, kann eine Krankheit wirklich eingedämmt werden. Auch wenn Impfrisiken bestehen, das Risiko wirklich schwer zu erkranken ohne eine Impfung ist viel, viel größer. Finanziellen Problemen könnt ihr auch ganz einfach die Stirn bieten. Um dagegen gewappnet zu sein, habe ich jetzt noch etwas ganz Besonderes für euch. Das hier ist der eigentlich Einfach-Bulli von Volkswagen Financial Services. Auf dem Kanal bin ich nämlich jetzt auch zu sehen. Die Kollegen haben mich nämlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Finanzthemen genauso einfach zu erklären wie wissenschaftliche Themen auf Fixum. Und diese Herausforderung habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Allerdings werde ich unterstützt von den Experten von Volkswagen Financial Services, die Themen erklären, wie zum Beispiel, wie bezahle ich mit dem Smartphone, wie spare ich auf eine Weltreise, wie funktioniert das mit der Autofinanzierung und so weiter und so fort. Das Ganze ohne Fachchinesisch, das verspreche ich euch. Schaut also auf dem Kanal von Volkswagen Financial Services vorbei und abonniert ihn am besten.